Wie versprochen, mache ich heute noch mit euch meinen schönen Rindergulasch. Hierzu habe ich geholt 1,5 Kilo Rindfleisch. Das schneide ich jetzt in kleine Stücke. Aber als erstes schneide ich mal ein bisschen Speck und gebe den schon mal in die Pfanne, dass der schon mal auslässt. Mmh, da riecht lecker der Speck. Ganz frisch geräuchert vom Fleisch. Schon mal anmachen. So, mein Kochlöffel. So, jetzt fange ich an, Gulasch schön klein zu schneiden. Ich schneide immer die Stücken etwas kleiner, weil ich das auf dem Teller dann schöner finde, wenn es nicht so riesen Brocken sind. Das kann man ruhig abmachen. Aber Fett ist ja ein Geschmackträger. Jeder, wie es möchte, kann es auch dran lassen. Ich mache viel ab dabei. Größten Teil. Manchmal Gulaschstücken kauft, das sind ja riesen Brocken. Also das ist nicht meine Welt. Ich finde es so schön, noch so klein. Ja. So, wenn dann der Speck etwas verlassen ist und die Makrine auch, dann können wir das Fleisch mit dazu geben zum Anbraten. Kann das schon mal bruteln. Schönes Rindfleisch. Man kann den Gulasch auch halb Rind, halb Schwein machen. Ich hatte mich heute mal entschieden, Rindergulasch zu machen, weil wir da mal Appetit drauf hatten. Aber Hälfte Schweinefleisch, so 700 Gramm, wäre auch okay. Ganz schön fettig hier. Muss man nicht unbedingt mitnehmen. So, gebe ich das Stück dazu. Wasche ich schnell meine Hände. Na, geht's halt. So, jetzt gebe ich Salz dazu. Paprika Rosenschlag. Jetzt lasse ich das erstmal schön braun anbraten. In dem Fleisch ist immer viel Wasser drin. Das ist leider heutzutage immer aufgespritzt mit Wasser, was eigentlich nicht sein sollte. Das sieht man jetzt schon. Das ich jetzt erstmal verköcheln, das Wasser, und erstmal schön anbraten, braun. In der Zwischenzeit, wo mein Gulasch brät, kann ich mein Gemüse derweil schneiden. Habe ich hier eine rote Spitzpaprika. Gebe ich dann mit dran an den Gulasch.
eine rote Zwiebel. Eine weiße Zwiebel. Wie eine Tomate. Und Lorbeerblatt. Wenn dann das Fleisch schön braun angebraten ist, dann gebe ich das Gemüse mit dazu und auch Gewürze. Das zeige ich euch gleich. So, das Wasser ist jetzt schön verkocht und jetzt brutzelt der Gulasch schön. Da gebe ich dazu das Gemüse und die Zwiebeln, was ich vorhin geschnitten habe. Lorbeerblatt. Dann gebe ich noch dazu getrocknete Weißpilze. Sehr lecker. Etwas Chili-Spray. Und Knoblauch, Puschel Bio-Knoblauch. So, erstmal schön umrühren, damit das Gemüse mitbraten kann. Riecht total lecker durch den Knoblauch. So, jetzt gebe ich noch mal Paprikapulver dazu. Und Pfeffer. Und das Salz noch mal. Schön verrühren. Und schön braun anbraten lassen. Richtig schön anbraten, dass das Fleisch schön braun wird. Und zwischendurch immer schön mit Wasser ablöschen. Mit einer schönen Soße dann wird. Wer möchte, der kann das auch gerne mit Rotwein ablöschen. Aber ich habe euch keinen Rotwein da. Mit Wasser geht das genauso gut. Ja, das riecht schon sehr lecker. Jetzt der Gulasch schön braun angebraten. Gebe ich jetzt noch etwas Senf dazu und etwas Tomatenmark. Und brate das kurz mit an. Es gibt einen herrlichen Geschmack, wenn man da Senf mit dran macht. Könnt ihr leider nicht riechen, das kann nur ich riechen. Das riecht total lecker nach Senf und Knoblauch und schön gewürzen. So, jetzt nochmal schön braun anbraten lassen. Dann mit Wasser abgießen und kochen lassen. Rindergulasch lasse ich auf kleiner Flamme ca. 1,5 bis 2 Stunden köcheln. Und dann muss es eigentlich schön weich sein. Ich habe es nicht so groß geschnitten, die Stücken. Dann geht das dann noch schneller. Ich denke, es ist jetzt wunderschön braun geworden. Der Senf ist schön braun geworden, wie ihr sehen könnt. Lösche ich das schön ab mit Wasser. Dann noch ein bisschen Wasser dran. Weil wir gerne eine Soße essen. Deckel drauf.
Jetzt warte ich, bis es kocht und dann stelle ich aufs kleine Flamme und lasse es erstmal 1,5 bis 2 Stunden köcheln. Jetzt kocht der Gulasch. Können wir ihn runterstellen. Niedrige Flamme. Und jetzt lassen wir den, wie gesagt, vor sich hin köcheln. Und ich melde mich dann morgen wieder bei euch, wenn ich dann den Gulasch noch andicke. Bis morgen dann. Schönen Abend noch. Tschüss. Hey ihr Lieben, ich bin wieder zurück, wie versprochen, mit meinem Rindergulasch. Den habe ich jetzt erneut nochmal zum Kochen gebracht. Dazu habe ich ein Rotkraut schon mal vorbereitet, Speck ausgelassen, Lorbeerblätter dran gemacht, etwas Essig und etwas Zucker. Und heute serviere ich dazu böhmische Knödel. Habe ich hier im Topf Wasser. Also es sind jetzt keine selbstgemachten, ich habe heute nicht so viel Zeit. Geben jetzt einfach ins Wasserbad hier oben rein und lassen die schön dämpfen. Die Knödel gibt es in jedem Supermarkt eigentlich zu kaufen und ich muss sagen, die schmecken eigentlich ganz lecker. So, schön Deckel drauf. Das Rotkraut fängt jetzt an zu köcheln. Super, super. So, das Rotkraut köchelt schön vor sich hin. Gebe ich jetzt etwas Himbeergelee dran. 2 Löffel. Und großen Löffel leckeren Pflaumenmus. Ich liebe Pflaumenmus am Rotkraut. Da können wir ruhig noch einen Löffel Pflaumenmus dran machen, dass es noch ein bisschen sämischer wird. Sehr schön. So, als nächstes möchte ich mit euch mal das Fleisch kosten. Und die Soße mal abschmecken. Fleisch hat jetzt 1,5 Stunden gekocht gestern Abend, leicht vor sich hin. Es ist butterzart, wie ihr sehen könnt. Mmh. Schmeckt man richtig schön die Waldpilze raus und den Paprika. Das Fleisch ist ganz zart. Sehr lecker. Mmh. So, wenn dann das Wasser kocht von den Knödeln, lasse ich die ungefähr 10 Minuten dämpfen. In der Zwischenzeit jetzt drehe ich mal den Gulasch hoch und nehme ich hier etwas Wasser und mache hier Speisestärke rein und dann können wir dann die Soße binden. Ich mag keine dünnen Soßen. Manche Leute mögen dünne Soßen, die binden das natürlich nicht. Das ist einfache Speisestärke zum Kochen und Backen. Ich glaube, ich brauche noch einen Schluck Wasser. Jetzt hat es sich aufgelöst. Das ist schön köchelt dann. Und das jetzt angeben. Das mache ich so viel. Sehr schön. Also wir essen das heute mit Semmelknödel und morgen den Rest Gulasch werden wir dann mit Makroni essen oder übermorgen. Das ist immer noch mal lecker, wenn man das dann aufgewärmt hat. Schöne Makroni oder Spirelli dazu, sehr lecker. So, jetzt könnt ihr hier sehen, wie die Soße schön sämig geworden ist. Super, so mag ich das gerne. Keine Klümpchen drin, durch die Stärke entstehen eben keine Klümpchen. Super, jetzt noch mal schön aufkochen lassen. Ich koste noch mal.
Einmal voll. So, jetzt drehen wir das Rundrad nochmal um, dass es nicht anbrennt. Dann kostet man das Rotkohl nochmal. Eigentlich wollte ich heute erst Bohnen dazu machen, aber irgendwie hatte ich heute keinen Appetit auf Bohnen. Habe ich mich dann doch zu Rotkraut entschieden. Ich komme irgendwie immer wieder aufs Rotkraut zurück. Naja, machen wir das nächste Mal Bohnen. Können ja mal Pilzbohnen zusammen machen. Und gehacktes Klops, das ist auch lecker. Kartoffelmus, selbstgemachten. Das wäre mal ein Ding. Das mache ich mal mit euch. Wunderbar. Einmal frei. Das Essen ist fertig. Es kann losgehen. Wir können essen. Wir waren vor uns lange im Schnee draußen, deswegen haben wir jetzt alle großen Hunger. Dem rosa an Schnee, der draußen liegt. Also sowas habe ich noch nie gesehen. So, schöne böhmische Knödel. Gulasch daneben. Ach, Gulasch, Rotkraut. Jetzt sind schön Gulasch drauf. So, das ist mein schöner Rindergulasch mit Rotkohl und Semmelknödel. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen, für euer Feedback. Gebt mir gerne Vorschläge, was ich kochen soll. Bis bald, eure Annette. Tschüssi!